ja, dass das Leben neu begonnen hat. Wo ich fast dran glaubte, es geht nichts mehr. Geht wieder wunderbar wie neu. Seitdem ich das nehme, ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Also es ist wunderbar, ich fühle mich fast wie ein junges Mädchen, kann man sagen. Ich habe Erfahrungen dahingehend gemacht, dass mein Blutdruck sich reguliert hat und habe sogar abgenommen ohne eine Diät. Also ich kann mich viel mehr konzentrieren, ich kann mir einige Sachen viel besser merken und ich bin einfach auch aufnahmefähiger. Ich habe es wieder genommen und nach 2 Tagen war die Übelkeit wieder weg, komplett. Und da wusste ich, das ist Moringa. Moringa bringt den Erfolg jetzt, ne? Ja. Viel anderes haben wir ausprobiert und Moringa bringt den Erfolg. Die Inhaltsstoffe von Moringa wurden in einem unabhängigen Labor untersucht und sind tatsächlich erstaunlich. Täglich aufs Neue die Frage, was koche ich heute? Wie decke ich meinen Nährstoffbedarf in allen Bereichen, um auch gesund zu bleiben? Regelmäßig verunsichern Schlagzeilen wie etwa über Bioskandale und immer mehr gentechnisch veränderte Lebensmittel. Jeder Einkauf ist mit umfangreichen Recherchen verbunden, Pillen mit allen möglichen Nahrungsergänzungsstoffen werden angeboten und die tägliche Ernährung wird mehr und mehr zur Wissenschaft. Könnte es nicht eine Pflanze geben, die alle wichtigen Nährstoffe enthält? Ich wünsche es mir so sehr und fühle mich dabei wie ein Kind mit einem Wunsch ans Christkind. Und tatsächlich entdecke ich unglaubliche Schlagzeilen über eine Pflanze namens Moringa. Das klingt einfach zu schön, um wahr zu sein. Und warum kenne ich sie nicht schon längst? Das nächstgelegene Anbaugebiet für Moringa liegt auf der kanarischen Insel Teneriffa. Und das schaue ich mir jetzt an. Dort treffe ich Andreas Kraus, der mich durch seine Felder führt. In jeder Schule sind 12 bis 15 Samen drin. Und das heißt also, hier wachsen sie im Prinzip ganz, ganz eng zusammen. Man findet auch ganz selten mal einen Moringa, der ganz alleine steht. Moringa ist ein geselliger Baum, der will in der Gruppe stehen. Ich möchte von ihm wissen, wie er auf die Idee gekommen ist, Moringa anzubauen. Irgendwie das Wort allein, Moringa, hat sich angehört für mich wie ein Klang, wie Musik, magisch. Und dann habe ich mich doch mal hingesetzt am PC und habe es recherchieren angefangen. Und ich bin wirklich nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Ich bin auf Studien gestoßen, ja, und habe herausgefunden, dass in der Zwischenzeit, also zum heutigen Zeitpunkt, weit über 700 Studien gemacht wurden, in Verbindung mit bis zu 300 Krankheiten, dass Moringa hier eingreift, verbessert und so weiter. Und das hat mich total erstaunt. Ich habe sowas noch nicht gesehen, noch nicht erlebt. Habe einen Teller, habe das schön drauf angerichtet, ja, mit Essig, Öl, Moringa-Blätter, ein paar Tomaten dazu. Wollte ein Foto schießen, habe das im Esszimmer auf dem Tisch stehen gehabt. Wollte ein Foto schießen, gehe weg, um ein Foto zu holen, komme zurück und der Teller war leer. Denk, wo ist denn mein Moringa hinkommen?
Auf einmal kommen meine Kinder zu mir, sagen, Mensch, Papa, das war lecker, super, super lecker, was war das, wir wollen mehr davon. Und das hat mich geschockt. Das hat mich wirklich so geschockt, dass ich gesagt habe, ja, Wahnsinn, das ist meins, ja, das ist die in die Richtung muss ich gehen. Das ist ja eigentlich eine ganz interessante Sache, ja, für dich selbst. Erstens mal gesundheitlich, energetisch, ja, es baut auf, es macht einen klaren Blick, es macht wach, es hilft. Also alles, was ich so im Internet recherchiert habe, habe ich mir gedacht, das brauche ich selbst für mich, für meine Familie. Und auf der anderen Seite, das könntest du ja hier anbauen, sie wachsen ja irrsinnig schnell. Und dann tun wir den Schlauch spannen und dann tun wir graben. Und dann kommt der Samen rein. So, und jetzt tut er ein bisschen Erde den Samen zudecken und danach kommt ein bisschen Wasser und nach 3 Wochen haben wir solche schönen Moringas. Also man kann Moringa, egal wo, schneiden bis zur Wurzel zurück. Daran erkennt man eigentlich, dass die Pflanze selbst ja, eher in der Wurzel lebt und nicht da oben dran. Da oben dran holt sie sich das aus der Luft, von der Sonne, was sie braucht zum Nähren. Und in der Wurzel drin, das ist ja eigentlich die Pflanze, ist die Seele der Pflanze. Man sagt nicht umsonst, es ist die Pflanze der Unsterblichkeit. Das ist jetzt der nächste Schritt, was wir machen hier. Wenn die über 50, also über einen halben Meter hoch sind, ziemlich gleichmäßig, dann werden sie hier an der Spitze gekappt. Ich knicke einfach mal um. Und jetzt entwickelt er hier und hier einen neuen Trieb. Nachdem der Trieb, das geht innerhalb von ein paar Tagen manchmal, ca. 20 cm. gewachsen ist, dann wird das Gleiche mit den beiden Trieben gemacht. Und so entsteht im Prinzip aus dem Moringa ein Busch. Das ist ein Bäumchen, was gerade geerntet worden ist. Hier sind welche, die noch geerntet werden müssen. Man kann im Prinzip den ganzen Baum komplett essen mit Haut und Haaren. Von der Wurzel über den Stamm, die Äste, die Blätter. Wir verwenden allerdings die Wurzel natürlich nicht, weil die Wurzel, ja, wenn wir nehmen würden, wäre der Baum kaputt. Okay, die Blätter wie Salat als Spinat, die Schoten kann man ganz roh essen. Schmeckt super lecker. Ein bisschen nach Radieschen, wenn man sie kocht, nach Bohne. Und wenn man sie anmacht wie ein Salat, hat einen ähnlichen Geschmack wie Speichel. Hier haben wir schön die Blüten. Und sogar die Blüten kann man essen. Ich pflück mal eine. Das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache vom Moringa. Wenn man den richtig gut zerkaut, dann merkt man manchmal den Honig, den sich die Bienen holen. Die erste Hälfte des Lebens ist vorbei. Viel erlebt, viel erreicht, viel Wissen aneignen können, aber es hat mich nicht erfüllt. Und irgendwie habe ich mir gewünscht, dass was für, zumindest für die zweite Lebenshälfte, was richtig Sinnvolles auf mich zukommt. Ja, und ich bin rein in die Meditation, ich habe richtig fordernd irgendwie nach oben gerufen. Ja, ihr da oben, ja, tut mir einen Gefallen, schickt mir was, ja, wo wirklich sinnvoll für die Welt und für die Menschen ist. Ich hatte vor 6 Monaten einen Unfall, bei dem ich mir beide Knochen gebrochen habe im Becken
und bin ins Krankenhaus geliefert. Dort lag ich dann fast 2 Monate nach Operation und kam dann nach Hause, nahm dann keine Medizin mehr, aber lernte jemanden kennen, der mir Moringa besorgte. Warum, wusste ich auch nicht. Aber nach 1 Woche, 10 Tagen ungefähr fing es an, alles schmerzfrei zu werden. Und bis heute bin ich so weit, dass ich schon fast ohne Krücken mich bewegen kann. Und ich habe keine Schmerzen in den Beinen, in den Hüften und es geht wunderbar. Wie das möglich ist, das frage ich den Arzt Dr. Lothar Hollerbach. Also das sind dann schon verschiedene Stoffe, die da wirksam sind. Vor allen Dingen ist ja auch viel Kalzium drin. Das ist für den Knochenaufbau sozusagen Grundbasis. Und dann wird der Knochen selbst stabilisiert und aufgebaut durch die Aktivität der Mitochondrien in den Zellen. Und die Mitochondrien werden durch diese Moringa-Substanzen, durch die Flavonoide, durch die Polyphenole, durch die Antioxidantien, werden die ja richtig entlastet und aufgebaut. Und viele Menschen mit Knochenheilungsstörungen, auch Osteoporose, haben eigentlich eine Mitochondrienstörung. Und wenn diese Mitochondrien wieder richtig arbeiten, dann können ganz viele Prozesse im Körper wieder in Heilung kommen. Und da gehört zum Beispiel auch dann Knochenheilung, Knochenaufbau dazu. Ich nehme seit circa einem Jahr Moringa und habe Erfahrungen dahingehend gemacht, dass mein Blutdruck sich reguliert hat. Ich hatte auf meinem Kopf kahle Stellen, die langsam wieder zuwachsen. Dann hatte ich hier sehr viel Sonnenflecken, die ich mit Moringaöl auch in den Griff bekommen habe und habe sogar abgenommen, ohne eine Diät zu nehmen. Ja, die Regulation des Blutdrucks durch Moringa kann man sich so erklären, dass durch die Inhaltsstoffe Polyphenole, Flavonoide, Antioxidantien die interne Regulation der Gefäße wieder in Ordnung kommt und gleichzeitig auch die Ablagerung, die Plaques in den Gefäßen, die Verkalkung in den Gefäßen abgebaut wird und die Gefäße dadurch wieder durchgängiger werden. Und das ist so ein Effekt, der im Lauf von einigen Monaten eintreten kann und was man mit herkömmlichen Methoden der Schulmedizin überhaupt nicht erreichen kann und sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber in anderen Medizinformen wie Ayurveda-Medizin, das schon auch bekannt ist, dass das möglich ist. Die Gewichtsabnahme ohne Diät kann man sich hervorragend erklären, weil das ist wieder über die Mitochondrien eine Fehlsteuerung. Ich habe wieder Patienten mit Übergewicht, die sehr wenig essen und nach 20 Diäten mehr Gewicht haben wie vorher. Und wenn ich die umstelle, dass sie ihre Kohlenhydrate reduzieren, die machen allerdings schon eine Diät, aber wenn ich dann ihre Mitochondrien wieder durch Unterstützung mit Flavonoiden und Moringa-ähnlichen Substanzen unterstütze, nehmen die ab, was ihnen vorher nicht gelungen ist, trotz aller Diäten. Die Mitochondrien verarbeiten ja innerhalb der Zelle den Zucker, Phosphor und Sauerstoff und bauen das in das Adenosintriphosphatmolekül ein, was als Informationsmolekül alle Zellprozesse steuert. Wenn jetzt die Mitochondrien nicht gut arbeiten, dann bleibt in der Zelle sehr viel Zucker übrig und dieser Zucker wird dann entweder in Fett umgewandelt, das ist dann das, was Adipositas gibt, trotz Diäten und Hungern, oder bei anderen Krankheiten in Milchsäure, in Laktat umgewandelt. Und wenn dieser Zucker in Fett umgewandelt wird, dann nehmen die Menschen zu, ohne dass sie jetzt mehr essen wie die anderen. Und wenn jetzt dieser Stoffwechselprozess der Mitochondrien wieder verbessert wird, und das geschieht durch die Antioxidantien, durch die Phenole und Flavonole Inhaltsstoffe und auch durch die ganzen Aminosäuren und auch durch die Elektrolyte und Vitamine, was alles in Moringa drin ist, dann können die Mitochondrien wieder auch den Zucker besser verarbeiten. Und dann wird der Zucker umgewandelt in ATP, sprich Lebenskraft. Und dann sind Menschen vitaler, nehmen ab und wundern sich, dass sie keine Diät mehr einhalten müssen. So, und das ist eigentlich etwas, wo die meisten überhaupt nicht erkennen,
Weil es heißt ja immer Moringa-Tee und Tee ist ja immer heiß. Ja, aber eigentlich ist Moringa-Tee gar kein Tee, sondern ein vitalstoffreiches Heiß- oder Kaltgetränk. Weil die Teestoffe sind ja überhaupt nicht enthalten. Und Tee durch das Tein, ja, sollten eigentlich Kinder und ältere Leute gar nicht so viel trinken. Hier haben wir das nicht drin, deswegen kann man davon literweise trinken ohne Probleme. Das ist jetzt kalter Moringa-Tee. Sehr erfrischend. Sehr gut. Man kann es aber geschmacklich noch ein bisschen mehr erfrischen, und zwar mit einer Zitrone. Nimm dir einfach eine Zitrone, ein paar Spritzer mit rein. Das ist in die Richtung jetzt für mich ganz, ganz wichtig. Wenn ich hier Moringa produziere, egal ob ich da jetzt einen Tee herstelle oder ein Material mache, was ich raus an die Leute schicke, dass das mit unwahrscheinlicher Freude und guter Energie gemacht wird. Die Leute, die für mich arbeiten, die sollen mit Freude arbeiten, die sollen das gern machen. Wie jetzt liebevoll mit der Pflanze umgegangen wird, das ist ein absolut wichtiger Punkt. Man weiß, dass jede Pflanze den Gedanken und die Gefühle desjenigen wahrnimmt, der die Pflanze betreut oder behandelt. Und die Pflanze reagiert vollkommen dementsprechend, wie sie angeschaut wird und oder welches Gefühl man ihr entgegenbringt. Weiß jeder Hobbygärtner, wenn er seine Äpfel im Garten streichelt, dann gedeihen die besser, wenn er seine Orchideen auf den Balkon oder vor dem Fensterbrett, wenn er mit denen persönlich spricht, dann blühen die schöner. Und so ist natürlich eine Pflanze wie Moringa, wenn die persönlich mit positiven Gedanken begleitet wird, mit Sicherheit bereit, noch mehr für die Menschheit zu geben, wie wenn sie, sagen, völlig unbeachtet irgendwo einfach vor sich hin wächst und trotzdem versucht, alles Mögliche zu tun, was möglich ist. Hat denn eine Pflanze eine Seele? Eine Pflanze hat schon eine Seele, nur diese Seele ist nicht in ihrem physischen Körper präsent, sondern die Seele ist in der geistigen Welt und auf einem höheren Devachan, wie man das so nennt. Und von da aus hat die Pflanze über die geistige Welt vollkommen Zugang zu den Gefühlen, was wir Menschen ihr gegenüber entgegenbringen. Ich wundere mich, dass ich von dieser erstaunlichen Pflanze so lange nichts gehört habe. Um mehr zu erfahren, treffe ich die Hamburger Buchautorin Barbara Simonsson. Welche Erfahrungen hast du denn jetzt persönlich mit Moringa gemacht? Das ist immer bei Buchprojekten so, dass ich die Pflanze selber konsumiere, einmal um natürlich die Wirkungen bei mir selber zu überprüfen, aber auch um mit dem, was die Anthroposophen nennen, Bildekräften der Pflanze, also sozusagen dem Charakter dieser Pflanzenart, mehr in Kontakt zu sein. Und deswegen habe ich das natürlich auch gemacht. Und was ich gemerkt habe, ist ein Zuwachs an Lebensenergie, an Lebensfreude. Ja, ich brauchte weniger Schlaf, also ungefähr eine halbe Stunde weniger. Und ich habe mehr Ausdauer gehabt, auch beim Joggen. Also ich laufe jeden Tag und das war also phänomenal, dass ich merkte, ich fluche nur einfach so dahin. Nun gibt es die Pflanze ja eigentlich schon sehr lange. Wie hat es eigentlich angefangen? Ja, das Wissen um die Heilkräfte der Moringa ist uralt. Diese Pflanze stammt ja aus Nordindien. Sie wächst am Fuße des Himalaya. Und in den alten Veden, die über 3000 Jahre alt sind, und in der Ayurveda, das ist die Lehre vom langen Leben, ist diese Pflanze erwähnt. Sie wird genannt Sigru, das heißt die Pflanze des langen Lebens, weil sie für über 300 Krankheiten zuständig ist, insofern, als es diese 300 Krankheiten entweder verhindern kann oder auch heilen. Also man hat früher in der alten indischen Medizin sehr großen Wert drauf gelegt auf die Gesundheitsprophylaxe. Die Engländer haben ja Indien besetzt und sie lieben Rettich und sie haben nach einem Rettichersatz gesucht. Und dann sind sie durch Zufall darüber gestolpert, dass die Wurzel der Moringa-Pflanze genau wie Rettich schmeckt. Sie haben die dann auch Horseradish, Radish-Rettich genannt. Also bei den Engländern war Moringa dann ein Genussmittel.
Erst die Amerikaner durch die Renaissance der Ayurveda-Lehre sind dann über diese Pflanze als Heilmittel gestolpert und haben Forschungsstudien in Auftrag gegeben. Parallel hat hier ein Professor Dr. Becker von der Universität Hohenheim die Pflanze untersucht und ihre Nährstoffdichte erforscht. Und er hat sie aber gar nicht so sehr im Fokus gehabt für uns hier in Europa, sondern er hoffte damit, die Unterernährung in unterentwickelten Ländern, speziell in Afrika, zu beheben. Ja, es sind ja viele Trends, die über Amerika dann zu uns kommen, über den großen Teich schwappen. Und so war es auch mit Moringa, dass jetzt Moringa auch bei uns hoch geschätzt ist. Und seit etwa 2006 gibt es auch bei uns Moringa-Produkte zu kaufen. Meine Reise führt mich auf eine weitere Finca zu Martin. Der ehemalige Pferdezüchter hat sich auf den Anbau von Moringa spezialisiert. Dieser Kanal, den man hier sieht, wo das Wasser transportiert wird, der nennt sich Kanal Nord del Sur und wird gespeist von den Galerien, die in einer Kilometer Höhe in den Bergen Stollen reingetrieben wurden. Und das ist aber auf privater Ebene und wird das Wasser in diesen Kanal geleitet und letztendlich zu den Fincas und auch für die Bewässerung oder die Wasserversorgung der Bevölkerung benutzt. Und die Fincas, die haben alle große Wassertanks, wo dann dieses Wasser eingeführt wird und dann letztendlich für die Fincas benutzt wird. Meine Pferde, seitdem ich Moringa habe, füttere ich an meine Pferde Moringa, wobei eine Stute auch einen Darminfekt hatte, den ich mit dem Tierarzt über längere Zeit versucht habe, in den Griff zu bekommen. Leider ist uns das nicht gelungen. Und ich habe den Pferden, also meinen beiden Pferden, jetzt, die ich jetzt noch habe, Moringa gefüttert. Und das ist auf einmal weg. Es ist nicht mehr da. Auch genauso ähnlich wie bei mir mit der Bonjen hat sich das beim Pferd in Luft aufgelöst. Also ganz toll. Also in diesem Moringa scheinen doch Stoffe und gesunde Dinge drin zu sein, die man gar nicht so wahrnimmt. Aber die einem doch helfen. Ja, ich fand das so interessant, weil das dann natürlich auch so ein Beispiel ist, wo man sagen kann, das kann jetzt nicht placebo-induziert sein, weil sonst könnte man immer wieder einwenden, ja, die Menschen, wenn sie Moringa zu sich nehmen und dann wissen, was da drin ist, dann warten sie nur drauf, dass das Ergebnis kommt. Ein Pferd hat also bestimmt noch kein Buch über Moringa gelesen. Und wenn das dann diese Substanzen bekommt und man weiß, dass der Zellstoffwechsel beim Tier und beim Menschen sehr ähnlich oder identisch ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, das, was beim Menschen gut wirkt, wirkt beim Tier genauso regenerierend aufbauend und dass dann auch dann Pferde wieder zu ihrer Kraft finden, zu ihrer Gesundheit finden und auch die Infektanfälligkeit aufhört. Wir haben früher biologische Gemüse gehabt und durch einen Freund von uns, er hat uns erzählt von Moringa, wie gut die für die Gesundheit der Menschen wäre. Ja gut, am Anfang haben wir nicht alles geglaubt, wir waren ein bisschen skeptisch, aber mein Mann war Parkinson krank, er konnte alleine nicht anziehen, nicht Auto fahren und nach 3 Tagen der Moringa genommen hat, er konnte alleine sogar Fahrrad fahren, konnte alleine anziehen, Auto fahren. Und das war für uns die klare Demonstration, wie gut die Pflanze für die Menschen ist. Seitdem haben wir uns entschieden, die ganze Finca nur mit Moringa zu pflanzen. Das ist für uns ein Paradies. Ich verbringe hier meine Freizeit. Wir sind sehr glücklich, wenn wir hier oben durch die Moringa gehen. Beste Pflanze der Welt. So rasche Reaktionen sind wohl eher die Ausnahme. Ob Moringa auch bei dieser Erkrankung helfen kann, hängt laut Dr. Hollerbach davon ab, was die Ursache dafür ist. Ich habe seit 35 Jahren Arthrose. Und ist klar, da hat man immer Schmerzen. Und dazu kam noch ein Oberschenkel-Halsbruch. Also ohne Schmerzen ging es gar nicht. Und vor einem halben Jahr hat ein Bekannter mich bekannt gemacht mit Moringa. Und seitdem ich das nehme, ich habe
Ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Also es ist wunderbar, ich fühle mich fast wie ein junges Mädchen, kann man sagen. Ich kann Golf spielen, ich kann ins Fitnesscenter gehen, also mir geht es wunderbar. Keine Schmerzen, nichts. Was will man mehr? Also ich kann nur darauf schwören. Ja, Arthritis ist ja eine chronische Entzündungsreizung der Gelenke und kann natürlich auch im Gewebe sein, dann nennt man es auch Weichteilrheuma. Und im Gewebe nennt man es Arthritis und wenn Arthritis lang genug besteht, wird es dann zu Arthrose. Und diese Schmerzen, die sie hatte, die kamen durch die chronischen Entzündungsvorgänge und Moringa mit den vielen Antioxidantien und den auch den Flavonoiden haben eine entzündungshemmende Wirkung. Und die ist mit großer Wahrscheinlichkeit stärker und auf die Dauer völlig unschädlich und stärker wie vergleichbar Diclofenac oder Ibuprofen oder die nicht steroidalen Antirheumatika. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eine Einnahme von Moringa diese chronischen Entzündungsprozesse zum Stoppen gebracht hat. Und nicht nur das, sondern es hat dann auch eine verjüngende und regenerierende Wirkung. Und das ist auch das, was den Menschen ja dann wieder vitaler macht und auch Gelenke wieder besser werden lässt, obwohl die nach orthopädischen, schulmedizinischen Meinungen nicht mehr besser werden können. Aber ich habe in meiner Praxis oft gesehen, dass solche festgefügten Meinungen Meinungen sind und die Wirklichkeit anders aussieht. Ich habe jahrelang Ärzte und Heilpraktiker ausgebildet im Bereich orthomolekulare Therapie, sprich Nährstoffkunde. Und es hat mich immer gestört, dass ich den Menschen morgens 5, mittags 12 und abends noch einmal 7 Kapseln, wie auch immer, zusammengesetzt geben musste. Und das hat meistens nicht richtig funktioniert. Und dann habe ich schon über 10 Jahre nach etwas gesucht, wo eigentlich alles drin ist oder fast alles drin ist. Und das habe ich hier gefunden in der Moringa. Die Moringa ist eine Pflanze, die wirklich alle Stoffe enthält und das in einer Form, dass sie wirklich zu 100% bioverfügbar sind. Das heißt, der Körper kann alle Stoffe, die in der Moringa enthalten sind, praktisch zu 100% aufnehmen und das ist außergewöhnlich. Die Aminosäuren gehören zu der Gruppe der Proteine oder Eiweiße und sie sind ganz wichtig für den Aufbau des Körpers. Und zwar produzieren wir ja Hunderttausende von Zellen jeden Tag neu und sie werden auch Hunderttausende von Zellen jeden Tag wieder abgebaut. Und um diesen neuen Aufbau wirklich gut gewährleisten zu können, brauchen wir diese Aminosäuren. 20 gibt's und Tatsache 18 hat die Moringa und da unter anderem auch die 8 essentiellen, die wir brauchen, die der Körper aber leider nicht selber herstellen kann. Und die müssen von außen zugeführt werden und die Moringa ist eine optimale Pflanze, sie alle im richtigen Verhältnis in den Körper zu bringen und wirklich für unsere Gesundheit zu sorgen. Was passiert eigentlich im menschlichen Körper, wenn er zu wenig Aminosäuren zur Verfügung hat? Ja, das kommt dann darauf an, welche Aminosäuren fehlen. Also im Grunde können alle Degenerationskrankheiten auftreten und diese Degenerationskrankheiten sind alle unsere Zivilisationskrankheiten. Würde das im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich ständig, also regelmäßig darauf schaue, dass ich genügend Aminosäuren zu mir nehme, dass ich das sozusagen dann verhindern könnte? Das ist sozusagen, wenn ich genügend Bausteine zur Verfügung habe für den Körperaufbau, dann ist sozusagen das Material vorhanden. Nur ist dann die Frage, ob der Maurer oder der Erbauer das auch alles benutzt. Und das ist dann nochmal eine andere Ebene, die wir dazu berücksichtigen müssen. Aber wenn kein Material da ist für denjenigen, der bauen möchte, dann kann natürlich auch nichts gebaut werden. Also Kalzium ist sehr wichtig für den Knochenaufbau, aber hat noch viele andere Aufgaben, ist auch wichtig für die Psyche. Und es ist so, dass wir in der Moringa-Pflanze das Kalzium gebunden finden an Proteine und deswegen kann es viel besser in den Knochen eingebaut werden als Milchprodukte. Also eine ideale Kalziumquelle und sehr viele Frauen nach der Menopause leiden ja an Osteoporose, also an Knochenerweichung. Ja, das ist so, dass in der Pflanze, überhaupt im Pflanzenreich, das Vitamin A vorliegt.
als Beta-Carotin, als Vorstufe und der Körper daraus dann Vitamin A umwandelt. Vitamin A ist sehr wichtig für das Herz, es schützt das Herz vor Schlaganfall und Herzinfarkt. Es ist sehr wichtig für die Augen natürlich und es ist auch ein sehr kraftvolles Antioxidant, fängt freie Radikale und damit dient es auch zur Krebsprophylaxe. Ja, Kalium ist ein sehr wichtiges Mineral, weil wir fast alle unter Azidose leiden. Das ist also eine Übersäuerung unseres Organismus und Kalium ist der Gegenspieler zu Natrium. Natrium nehmen wir durch Speisesalz auf und wir essen viel zu viel Salz und viel zu wenig kaliumreiche Lebensmittel. Und deswegen ist es ein großer Segen, dass wir da so eine Kaliumbombe, könnte man sagen, in Form von Moringa haben. Ja, das ist auch sehr erstaunlich, weil Rotwein ja dafür bekannt ist, für diese Polyphenole. Und die Polyphenole, die haben sehr wichtige Aufgaben im Körper. Sie wirken vor allen Dingen als Beispiel Ellagsäure oder Katechine. Sie wirken da vor allen Dingen zur Prophylaxe von Krebszellen. Und deswegen sind die Japaner auch so gesund, weil sie eben sehr viel Grüntee, wo auch diese Stoffe drin sind, konsumieren. Und das ist also eine ideale Quelle von Polyphenolen. Auch fünfmal so viel wie Soja, also sehr erstaunlich. Ja, man kann davon ausgehen, dass zwei Drittel der Frauen einen Folsäuremangel haben. Und die Folsäure ist sehr wichtig für eine stabile Psyche. Sie beugt Depressionen vor und sie ist natürlich auch sehr wichtig für die Blutbildung. Also Eisen ist ein sehr wichtiges Mineral, was wichtig ist, einmal zum Schutz der Zellwände, aber auch als Antioxidant und für die Blutbildung. Und Eisen wird dem Planeten Merkur zugeordnet, das ist also die Marsenergie. Und wenn wir zu wenig Eisen im Blut haben, das haben zwei Drittel der Frauen durch ihre Menstruation, dann ist es so, dass wir dann auch uns schlapp fühlen und zu wenig Willenskraft entwickeln. Ja, Vitamin E wird immer als Fruchtbarkeitsvitamin bezeichnet und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil etwa ein Fünftel aller Ehen in Deutschland kinderlos bleiben, ungewollt. Da spielt wahrscheinlich auch der Vitamin E-Mangel in den Lebensmitteln eine Rolle. Und es ist aber auch ein kraftvolles Antioxidant, was freie Radikale wieder fängt und was Arteriosklerose entgegenwirkt und unser Herz schützt. Es ist so, dass fast alle Krankheiten heute, alle chronischen Krankheiten in Zusammenhang gebracht werden mit Entzündungsprozessen, mit chronischen Entzündungsprozessen, unter anderem auch die Krebserkrankung und sogar Herzinfarkt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da diese Fülle haben von anti-entzündlich wirkenden Inhaltsstoffen. Die Moringa-Pflanze ist da einzigartig an der Dichte der Antioxidantien und die sind sehr wichtig in unserem Organismus, weil das Gegenspieler sind zu freien Radikalen. Das sind aggressive Sauerstoffverbindungen, die mit der Zeit die Zelle zerstören und zu allen möglichen degenerativen Erkrankungen führen, wie Rheuma, wie Diabetes, wie Krebs und vor allen Dingen auch die Alterungsprozesse immens beschleunigen. Der ORAC-Wert, der misst das antioxidative Potenzial, wie effektiv eine Pflanze ist zur Bekämpfung der freien Radikalen. Und da steht die Moringa-Pflanze über allen anderen Pflanzen weit, 76.000. Und die nächstbeste Pflanze in dieser Hinsicht ist der Granatapfel mit 46.000. Also Moringa ist die bisher einzige Quelle von Zeatin, das ist ein Pflanzenhormon oder ein Botenstoff. Und dieses Zeatin wird als Jungbrunnenhormon bezeichnet. Und weil es in der Lage ist, die nötigen Nährstoffe sehr schnell zu den Zellen zu transportieren und die Nährstoffaufnahme der Zelle versechsfacht. Außerdem ist Zeatin in der Lage, die Stresstoleranz der Zelle zu verbessern. Und das ist sehr wichtig, viele Menschen sind unter Dauerstress.
Und dadurch ist die Nährstoffaufnahme der Zelle behindert und auch die Entgiftung der Zelle. Und auch da wirkt Zeatin. Ich mache jetzt einfach mal ein Bild. Mal stellen Sie sich vor, wir haben einen Zug mit den ganzen Nährstoffen und die Lokomotive da vorne ist das Zeatin. Die guckt jetzt in die nächste Zelle rein, wo es dann reinschaut und sagt, okay, prima, hier fehlt zum Beispiel Beta-Carotin und hier müssen wir noch ein bisschen von den Aminosäuren reintun, macht dann Päckchen fertig, gibt das in der Zelle ab, guckt dann gleichzeitig auch noch, ob hier eventuelle Schlackenstoffe sind, nimmt diese Schlackenstoffe heraus, packt es hinten in den Müllcontainer und fährt dann in die nächste Zelle und guckt so danach, was in jeder einzelnen Zelle im ganzen Körper fehlt und sorgt dafür, dass diese Stoffe optimal auch noch dahin kommen, wo sie wichtig sind, nämlich zum Beispiel zum Zellkern oder zu den Mitochondrien, was die Kraftwerke der Zelle sind, damit es wieder ordentlich und richtig arbeiten kann. Das ist Zeatin. Wir haben hier einen biologischen Anbau, also vollkommen ohne irgendetwas. Moringa macht auch gar nichts. Wenn man da irgendwas drauf spritzt, selbst wenn es was Natürliches ist, was das Ökoamt erlaubt, ja, wirft er die Blätter vor die Füße. Er macht nichts. Das Einzige, was er braucht, ist ein Wasser, ja, und das war's. Bei rein biologischem Anbau entwickeln Pflanzen zum Selbstschutz Salvestrole. Die Salvestrole haben eine sehr wichtige Bedeutung für die menschliche Gesundheit, besonders hinsichtlich Krebsentstehung. In Bezug auf diese Erkrankung gibt es in der Krebszelle ein Enzym, ein sogenanntes Zytochrom 1b1, das kann diese Salvestrole, die in verschiedenen Klassen von Substanzen vorhanden sind, auch natürlich sehr viel in der Moringa, kann dieses Enzym, diese Salvestrole umwandeln in einen Komplex, der die Zelle zur Selbstauflösung bringen kann. Das hat eine große Bedeutung hinsichtlich Krebsprophylaxe. Aber auch kann sehr nützlich sein im Rahmen der Gesamtbehandlung bei vorhandenen Krebserkrankungen. Also wir sind auch zertifiziert, ökozertifiziert, aber das reicht mir nicht aus einem ganz einfachen Grund. Ich gehe auf 100% sicher, ich schicke regelmäßig Proben ans Labor und lasse auf Pestizide untersuchen. Das ist mir wichtiger und wertvoller wie jedes Siegel oder Zertifikat. Ziel der Forschungsarbeit ist es nicht nur, das getrocknete Blattpulver zu analysieren, sondern die Pflanze in ihrer Gesamtheit. Dazu gehören die Blüten, die frischen Blätter, die Samen und auch das Öl, das daraus gewonnen wird. Dieses Öl wird auch Behenöl genannt und es war bereits bekannt in der Antike bei den alten Ägyptern, die sowohl als Heilmittel als auch als Kosmetikum eingesetzt haben. Man findet es auch in ägyptischen Gräbern, in Gefäßen. Ja, und dieses Öl hat besonders gesunde Wirkung auch auf unser Herz und es macht eben nicht wie viele Öle oder wie Fette dann eben auch dick, sondern ganz im Gegenteil, also davon kann man viel mehr konsumieren, weil es eher den Stoffwechsel beschleunigt und einen dadurch unterstützt beim Abnehmen. Ja, das ist hier zum Beispiel mal so eine Moringa-Schote und wenn man die aufmacht, dann sieht man die vielen Samen, aus denen das wertvolle Behenöl gewonnen wird. Ein ganz interessantes Phänomen hier in Teneriffa, das gibt es weltweit nämlich nirgends. Ich habe das noch nie gesehen oder gehört, dass ein Moringa, der eigentlich grün ist, sich teilweise rot verfärbt, hier bei den Ästen, teilweise auch die Schoten und sogar rosa-rote Blüten habe ich schon gesehen. Und woher kommt das? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, müsste man vielleicht mal versuchen herauszufinden. Mit einer roten Moringa im Gepäck besuche ich das Botanische Institut auf Gran Canaria.
realmente la muchas floras en Canarias cuando se van instalando progresivamente van tomando tonos rojizos, fundamentalmente por la incidencia de la luz de Canarias. Nosotros estamos en el paralelo 28 y tenemos la singularidad de que se reactivan partes de las plantas que están dormidas, en este caso todo lo que son conjuntos de polifenoles. En el caso concreto de la moringa, lo que vamos a notar es un aumento del pedicelo, del ramillete de la hoja, se va a abrir mucho más y sobre todo va a sintetizar sustancias químicas en mayor concentración, todo lo que son los alfa-carotenos, ¿no?, que son de muchísimo interés bioquímico, ¿no? Ah, ¿y qué efectos tienen ese rojo a la planta, a los ingredientes, a las sustancias químicas que tiene la planta? ¿Hay polifenoles, carotenoides? Sí, en general el grupo de los polifenoles es un grupo muy amplio, habría que especificar los efectos. En general, vitaliza, o sea, tienen tres funciones los alfa-carotenos. Por un lado, tienen funciones protectoras de la propia planta, es más resistente a factores degenerativos, por consiguiente de muchísimo interés, incluso farmacológico, para todo el mundo de los cánceres, todo el mundo de los procesos degenerativos. Es algo parecido a lo que puede hacer la teína, por ejemplo, también la echinensis, por ejemplo, que es el árbol del té, cuando se planta en Canarias también toma ese tono rojizo y le da una singularidad importante en los usos y aprovechamientos. Recordemos, por ejemplo, que la teína es un potente anticancerígeno. En el caso de la moringa había que estudiar los usos ya más desde el punto de vista farmacológico, pero en principio está en esa familia de sustancias de muchísimo interés desde el punto de vista fitofarmacológico, ¿no? Significa ese tipo de transformación o cambios dentro de la planta es típico para Canarias. En principio, en Canarias se da con bastante frecuencia. No tenemos datos de otros lugares del mundo donde se pueda dar, pero en principio es una singularidad. Eso ha determinado también lo que se llama en botánica la provincia botánica de Canarias, Canarias y Madeira y Azores, se llama la provincia macaronésica, y en el caso concreto de Canarias ha singularizado muchísimas especies únicas en el mundo. Probablemente estemos ante un fenómeno casi exclusivo del archipiélago, ¿no? ¿Eso significa que existen otras plantas que se han observado también los mismos fenómenos? Por supuesto, el simple maíz, el más común de las plantas, cuando lo plantas en África Meridional, por ejemplo, se pone un amarillo muy clarito y al traerlo a Canarias, tercera o cuarta generación, se nos pone rojo, ¿no? También tenemos luego plantas muy específicas, como la marsetella, por ejemplo, que incluso exuda un polvillo rojo muy usado en la población local para usos medicinales. O sea, la capacidad es muy, muy abundante en la flora, ¿no? ¿Se puede decir que con esa adaptación de la moringa se adapta al clima de Tenerife, que tenemos a lo mejor un cultivar diferente? ¿O se forma un cultivar diferente? Por supuesto. Hablaríamos no solo de la isla de Tenerife, sino del archipiélago de Canarias, tanto Gran Canaria como Tenerife, como La Gomera, como La Palma, como la isla de Fuerteventura. Va a responder, estamos todas en el paralelo 28, va a responder probablemente, como hablaríamos de un cultivar, de una específica, y sobre todo también si se unen manejos, ¿no? Meine Familie und ich, wir verwenden Moringa schon seit mehreren Jahren. Es kommt überall rein, es kommt ins Essen rein, es ist auf dem Butterbrot drauf, es ist auch mit in der Schule dabei, es ist eigentlich überall, von morgens bis abends. Im Alltag verändert es bei mir einiges. Ich bin viel unterwegs den ganzen Tag, ich habe viel Action in der Schule, ich habe viel Wissenspensum, was ich mir erarbeiten muss, wo ich auch einige Sachen mir merken muss. Und da habe ich einfach gemerkt, dass der Moringa mir sehr hilft. Also ich kann mich viel mehr konzentrieren, ich kann mir einige Sachen viel besser merken und ich bin einfach auch aufnahmefähiger. Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, was ich auch täglich in meiner Praxis sehe. Ich habe viele Patienten mit Konzentration, Gedächtnisschwächen, auch Burnout ist eigentlich eine Steigerung davon. Und wenn ich diesen Patienten Salvestrole, Flavonoide, Polyphenole gebe in verschiedener Zusammensetzung,
dann arbeiten die Mitochondrien wieder besser, bilden sozusagen besseres, informiertes Adenosintriphosphat. Und das steuert vor allen Dingen die Nervenprozesse, die Synapsen an den Nervenprozessen. Und dadurch ist bessere Konzentration, besseres Gedächtnis die Folge davon. Und das geht einher auch mit gesteigerter Vitalität und Lebensfreude. Kann Moringa auch bei Burnout helfen? Ja, Burnout ist ja eigentlich eine Zeitkrankheit. Durch die Hetze und die Überlastung der Menschen kommen sie immer mehr an Rande der Erschöpfung. Und diese Erschöpfung ist eigentlich sehr gut erkennbar eine Zellstoffwechselstörung, der Mitochondrien. Und da kann Moringa mit seinen Inhaltsstoffen, mit der ganzen Reihe von den B-Vitaminen, von den Elektrolyten, als auch von den Flavonoiden, Polyphenolen hervorragend diese Mitochondrien wieder stärken und auch den Menschen aus dem Burnout sehr gut heraushelfen. Die nächste Reise führt mich nach Schleswig-Holstein. Ja, ich bin im 6. Monat schwanger und mir geht es sehr gut dabei. Ich habe keinerlei Probleme, fühle mich topfit. Ist das selbstverständlich für Sie? Nein. Also die Umstände, wie die Schwangerschaft begann, waren für mich nicht ganz einfach. Es ist eine ungeplante Schwangerschaft gewesen. Ich habe bereits 3 Kinder und das waren auch wirklich alles Wunschkinder. So hatten wir uns das gewünscht und so hat es auch funktioniert. Aber es lastet uns so auch wirklich aus. Und als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, war das natürlich eine ganz extreme Situation einfach. Ich wusste gar nicht, wie ich das managen sollte. Es ist einfach alles zusammengebrochen so überall. Man ist in so ein Loch gefallen und wusste eigentlich gar nicht, wie soll das funktionieren. Und es wurde viel geweint. Und auch der Zuspruch von meinem Mann konnte mir nicht so wirklich helfen, wie ich mir das gewünscht hatte. Weil es ist wahnsinnig viel Arbeit auch für uns. Wir haben einen großen Betrieb. Die ganze Büroarbeit mache ich auch. Man hat den Haushalt, man hat die Kinder, man möchte für alles da sein, alles soll funktionieren. Ja, das war nicht ganz so einfach zu anfangen. Und dann haben Sie wahrscheinlich durch einen Zufall Moringa entdeckt? Ja, und gerade zu der Zeit, wo es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging, bin ich auf einen Artikel über Moringa gestoßen, zusammen mit meinen Kindern. Die haben mich darauf aufmerksam gemacht. Mensch, Mama, haben sie gesagt, da gibt es eine ganz tolle Pflanze oder einen Baum und dessen Samen kann Wasser wieder sauber machen, so hatten sie das erklärt. Können wir das mal googeln im Internet? Haben wir dann nachgeguckt und da waren natürlich einige Berichte über Moringa, sodass ich wirklich auch hellhörig wurde. Es hörte sich unglaublich an. Ich habe dann gelesen, viel gelesen darüber und irgendwann stellte sich auch für mich die Frage, oder der Arztbesuch stand an und man wird dann ja eben informiert und man sollte doch gerne Nahrungsergänzungsmittel nehmen, einfach in der Schwangerschaft. Das wird einfach empfohlen, um die Versorgung des Kindes zu garantieren. Da ich aber nie so ein Freund war von diesen künstlichen Mitteln, habe ich mich da entschlossen, Moringa zu nehmen. Ich habe natürlich sehr, sehr viel gelesen. Es war nicht einfach, weil mir keiner was über Moringa sagen konnte. Es war einfach sehr, sehr unbekannt. Mein Arzt wusste nichts davon, Freunde kannten es auch nicht und dann ist eine gewisse Skepsis natürlich schon da. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich habe mir das Blatt vorher bestellt und es kam auch an und wir haben es aufgemacht und wir haben gesehen, es ist wahnsinnig grün und es hat so schön gerochen nach Heu, dass auch die Kinder gesagt haben, was so schön riecht, das muss gut sein. Und so habe ich dann entschieden, dass ich das nehme. Und das Erste, was ich gemerkt habe, in relativ kurzer Zeit, nach ein paar Tagen schon, dass ich wieder schlafen konnte. Dass ich wirklich endlich wieder schlafen konnte, ohne zu weinen, ohne mir Gedanken zu machen. Ich war wirklich ausgeruht am nächsten Tag und es wurde auch immer besser von Tag zu Tag. Die Gedanken sind einfach klarer. Ich habe mich einfach damit auseinandersetzen können. Also mir war einfach bewusst, ja, du kriegst jetzt ein viertes Kind, aber das kriegst du hin, du schaffst das.
Diese Zweifel, das war einfach verschwunden. Ich wusste jetzt nicht, ich habe das nicht direkt auf Moringa zurückgeschoben. Das war für mich zu Anfang einfach nur ein Nahrungsergänzungsmittel. Das war für mich schon was Wunderbares, was Tolles, aber ich wusste nicht, dass Moringa das alles so mit mir angestellt hat. Das habe ich erst in dem Moment gemerkt, als mein Moringa-Pulver die Vorräte aufgebraucht waren. Und ich hatte mir auch gar kein neues bestellt. Dann stand ich ungefähr 3 Wochen ohne da und habe dann gemerkt, der Schlaf wurde wieder schlechter, die Gedanken auch nicht besser. Und was ich gerade eben nicht erwähnt habe, ist, dass die Übelkeit auch wieder kam. Die Übelkeit, die wirklich verschwunden war. Und da habe ich das erste Mal dran gedacht, ob das wirklich alles, was mit Moringa zu tun haben kann, kann das wirklich sein? Habe mich dann noch wieder intensiver mit Moringa beschäftigt, noch mehr gelesen und habe in der Zwischenzeit dann auch wieder was bestellt gehabt von dem Blattpulver. Und es war unglaublich, dass kann ich auch bis heute nicht begreifen. Jeder Arzt versucht irgendwie mit Homöopathie oder mit Tiereinsaft und da ein Armband diese Übelkeit in den Griff zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Das hat bei meinen ganzen anderen Schwangerschaften auch nicht funktioniert. Mir war immer sehr schlecht. Morgens der erste, man macht die Augen auf und das erste, übel, müde, träge. So, und ich habe dieses Pulver, das kam dann die neue Lieferung, ich habe es wieder genommen und nach 2 Tagen war die Übelkeit wieder weg. Komplett. Und da wusste ich, das ist Moringa. Ja, also das kann man ganz gut verstehen, wenn man weiß, dass Moringa erstens die Lebenskräfte stärkt, das, was wieder mehr Vitalität und Energie in der Schwangerschaft bringt. Und zweitens sind auch diese Stoffe, die Inhaltsstoffe Moringa, unterstützen den Entgiftungsprozess, besonders der Leber. Und die Leber ist eigentlich in der Schwangerschaft das empfindliche Organ, was die Schwangerschaftsübelkeit steuert. Und kann ich mir gut vorstellen, dass durch eine Stärkung der Leberentgiftungstätigkeit dann die Übelkeit sich gebessert hat. In dem Moment, wenn die Lebenskraft, die Vitalität ansteigt, dann hat man auch die Lust und Power, sagen wir, im Leben seine Aufgaben ganz anders anzupacken. Und dann kann man sich auch ein Kind freuen, was vorher eigentlich nach 3 Kindern weiß man, welche Arbeit auf einem zukommt, was vorher vielleicht ein Riesenberg war, wo man denkt, oh, schaffe ich das nicht. Und wenn die Lebenskraft da ist, dann ist man zuversichtlich und sagt, ich pack's, ich kann's schaffen. Ein weiteres Gespräch führt mich direkt in den Hamburger Flughafen. Ich bin vor mehreren Jahren erkrankt an Krebs und meine Frau suchte seit Jahren eigentlich was mir gut tut, was hilft, dass ich nicht ständig Entzündung habe im Blasenbereich. Und so hat meine Frau es gefunden, das Moringa-Pulver, den Moringa-Tee. Seit nunmehr 6 bis 7 Monaten nehme ich den Tee als auch das Pulver. Und vorher hatte ich sehr häufig eben Blasenentzündungen und seit ich das nehme, geht es mir wesentlich besser. 4 bis 5 Mal im Jahr hatte ich so eine Entzündung. Es wurde standardmäßig behandelt mit Antibiotika und es hat eben dann den Effekt, man wird resistent gegen das eine oder andere. In dem Blasenbereich gibt es 4 bis 5 Antibiotika, die man nehmen kann in Tablettenform. Und gegen 3, 3,5 bin ich eben schon resistent. Man ist irgendwann gegen alles resistent. Wie geht's dann weiter? Die Frage mag ich nicht stellen. Das Immunsystem wird ja gesteuert, jede Immunzelle wird gesteuert durch ATP, Adenosintriphosphat. Und Adenosintriphosphat ist seit Millionen von Jahren ein Molekül, was sich nie geändert hat. Und es steuert über Zelloberfläche alle Funktionen des Körpers, auch die des Immunsystems. Und da gibt es 3 Hauptrezeptoren, 12 Unterrezeptoren. Und wenn dieses ATP nicht richtig gebaut ist, und das ist das, was die Mitochondrien machen, und die werden wieder gestört, hauptsächlich durch Antibiotika, weil die Mitochondrien sind von der Evolution her vor 3,5 Milliarden Jahren waren das Proteobakterien
Und die haben sich mit einem anderen Bakterien zusammengetan, mit Archaea-Bakterien, und das ist die Basis der menschlichen Zelle oder lebenden Zelle. Und diese Proteobakterien, die heute Mitochondrien heißen, deren größter Feind sind Antibiotika. Und wenn jetzt sie gestört werden und durch Antibiotikagabe eine Infektion behandelt wird, erzeugt man eine neue Schwäche. Und die Mitochondrien können wiederum das ATP nicht richtig aufbauen. Und wenn das richtig aufgebaut ist, kommt der nächste Keim und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Und das ist genau das, was dieser Mensch erlebt hat. Also eine scheinbare Heilung mit Schwächung, dass sofort wieder eine neue Krankheit kam und der Kreis hat sich permanent wiederholt. Und wenn man jetzt die Mitochondrien-Tätigkeit durch Inhaltsstoffe, die Moringa drin sind, stärkt und stabilisiert, dann können die immunkompetenten Zellen wieder richtig gesteuert werden durch das ATP. Und dann können die auch wieder die Keime rauswerfen, die sonst opportun sich in einer Schwachstelle niederlassen würden. Und das ist genau das Thema, was bei ganz vielen Menschen immer wieder da ist. Und das ist eigentlich unsere Zeitkrankheit, weil jeder Infekt wird heute nach Leitlinienmedizin mit Antibiotika bekämpft. Die Leitlinien werden teilweise sogar so weit überschritten, dass man sogar Virusinfektionen mit Antibiotika bekämpft, mit der Behauptung, damit keine Superinfektion von Bakterien dazu käme. Das heißt, man schwächt unglaublich schon ganz früh das Immunsystem über diese Mitochondrien-ATP-Linie und wundert sich, dass eigentlich die Anzahl der Krankheiten, die er zunimmt, wieder abnimmt. Ich war wirklich skeptisch am Anfang. Meine Frau hat gesagt, nimm das bitte, das tut dir gut. Ich habe gesagt, na gut, ich mache es einfach. Es kann ja nicht schaden, ich mache es einfach. Und der Erfolg gab meiner Frau recht oder uns recht. Seither läuft alles gut, ich hatte keine Entzündung mehr und bin sehr froh darüber. Moringa bringt den Erfolg jetzt. Ne? Ja. Viel anderes haben wir ausprobiert und Moringa bringt den Erfolg. Mit Schlaftabletten schon einige Male genommen und so. Und dann habe ich das Moringa genommen und nach 1,5 Wochen habe ich auf einmal gemerkt, dass ich kein Einschlafspray mehr brauche und dass ich ganz fest und tief schlafe und in der Früh wirklich tolle Energie habe. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist bei meinem Gatten, dass er nicht mehr schnarcht. Entweder stört es mich nicht mehr, ich habe auch immer Ohrenstöpseln drin gehabt, weil er durfte ja gar nicht mehr atmen für mich, weil ich sonst nicht einschlafen konnte. Und jetzt habe ich gemerkt, dass er nicht mehr schnarcht. Was sagen Sie dazu? Also es kann eigentlich gar nicht sein. Es war immer absolut ruhig, wenn ich geschlafen habe. Ich habe nie was gehört. Hier sieht man schön die Neutriebe. Die Blätter selbst. Hier nimmt man die ganzen Äste. Es wird getrocknet und zum Schluss werden die kleinen Stielchen und Blattrispen entfernt und es bleibt das reine Blattmaterial übrig. Wenn dann irgendwann die Vorräte so aufgefüllt sind, dass man nur eine ganz kleine Menge braucht, dass der Körper sich entspannt und denkt, wow, jetzt kriege ich endlich das, was ich brauche. Und da brauchen wir jetzt also keine Unmengen jetzt von Moringa mehr. Ne? Also bei mir meine Dose so 1 bis 2 Teelöffel am Tag, das ist ja nicht viel. Allerdings, wenn man sieht, wie das gewonnen wird, dann sieht man ja, was für ein Konzentrat das ist. Nicht? Also das auf so einem Haufen Blätter wären da so 2 Teelöffel, nicht? Das war schon ganz besonders. Jetzt möchte ich natürlich noch wissen, was man kulinarisch aus Moringa zaubern kann. Hallo.
Hier stellen wir vor, unseren Koch Federico ist ursprünglich aus Uruguay und wird für uns jetzt ganz herrliche Gerichte machen mit Moringa. Und als erstes fangen wir an mit einem Salat mit Spinat und Moringa. Federico wird uns jetzt noch einen Avocado-Dip oder auch die Guacamole-Soße, die bekannt ist, die mexikanische Guacamole-Soße, vorbereiten. Eine Guacamole-Soße ist also bekannt dafür, dass sie ja richtig gut gewürzt ist. Für Dekoration und auch für den Gaumen, was ja ganz lecker ist, tun wir noch ein bisschen Moringa-Blattschnitt drüber streuen. Du bist ja Haubenkoch in einem Sternelokal und verwendest in deiner Küche auch Moringa. Was kann man da zum Beispiel Leckeres machen? Ich habe ein paar leckere Sachen mitgebracht. Hier ein Zwetschgenbowle mit Moringa-Streifen, mit ein bisschen Alkohol, alkoholfrei, ein China-Jasmin-Tee mit Verbene. Dann habe ich hier verschiedene Apero-Häppchen mitgebracht. Die kanarischen Schrumpfkartoffeln, weil Moringa aus Teneriffa kommt, mit einer Mojo-Soße verfeinert mit Moringa. Ein Tomaten-Frischkäse-Mousse aus sonnengetrockneten Tomaten mit Moringa. Und eine klassische Gazpacho mit Moringa verfeinert, frischem Paprika und Gurke, auch aus Spanien eine Spezialität. Dann die Frischkäse von der Ziege, mariniert mit Moringa-Öl und rosa Pfeffer. Ein paar kleine Dessertsachen, ein geeister Moringa-Kaffee, dann ein China-Jasmin-Tee Panna Cotta mit Aprikose
ein Cranberry Muffin mit einem Moringa Kaffee Buttercreme und der Sonnensturm Himbeer Mousse mit Agar Agar gebunden. Eine sommerliche, leichte Dessertvariation. Ja, das sieht alles sehr verlockend aus. Wie sind denn die Reaktionen auf deine Moringa-Kreationen? Die Gäste sind überrascht von unseren Kreationen. Wir verwenden verschiedene Dosierungen, je nachdem. Man kann sie als Aufguss verwenden, wenn man die Bitternote ein bisschen reduzieren möchte. Moringa hat Bitterstoffe und die Bitterstoffe kommen zum Beispiel einem Salat hervorragend zur Geltung und darum nehmen wir in diesem Fall eher frisch. Und wenn wir es für Dessertkreationen brauchen oder für Getränke, eher als Aufguss, damit die Bitternote nicht so fest zur Geltung oder nicht so dominant wird in den Getränken. Liebe Janine, freut mich sehr, dass du uns besuchst. Du hast uns ja auch was ganz Besonderes mitgebracht. Genau. Direkt aus Teneriffa. Genau, direkt aus Teneriffa. Da habe ich Moringa Blätter mitgebracht, was auch sehr lecker für die Pizza gleich sein wird. Also jedes Mal, wenn ich eine Pizza mache, mache ich jedes Mal Moringa mit rein, weil das für mich einfacher muss in der Pizza oder auch allgemein im Essen, dass Moringa dabei ist. Da weiß ich auch gleich, da habe ich alles mit drinnen und mir fehlt es dann an nichts. Also ich nehme jetzt Moringa Blattpulver, dann mache ich immer gerne ein bisschen mehr drauf. Ist sehr lecker und auch viel besser für die Gesundheit. So, denn die Moringa Blätter sind das Beste an der Pizza nachher. Als nächstes gebe ich Moringa Salz hinzu, auch wieder schön viel drauf machen. Und jetzt fehlt zum Schluss noch der Moringa Pfeffer, davon auch schön viel drauf machen. Der wird aus Papayakernen gemacht und wird mit Pulver vermischt. Zum Schluss gebe ich jetzt nochmal schön Moringa-Blätter drüber. Die geben auch einen leicht schärflichen Geschmack ab, was dann natürlich nochmal gut auf der Pizza ist zum Schluss. Und nun sind wir fertig mit der Moringa-Pizza, die ich sehr gerne esse. Wunderbar, ich freue mich schon drauf. Dankeschön. Erstaunlich, was diese Pflanze alles kann. Mein persönliches Fazit: Für mich ist Moringa ein Engel in Pflanzengestalt.